Und ich muss ganz ehrlich, nee, mag ich nicht. Ich mag kein Fortnite. Sorry. Lieber PlayerUnknown's Battleground ist für mich realistischer als dieses hässliche Gebäude den ganzen Tag. Nein, was laberst du, Killer? Hör auf damit. Alter, da kriegst du von mir einen Bann, wenn du so weitermachst. Mein lieber, was? Ist nicht SW-Tor. Wer flamet denn da rum? Ja, der Killer meint gerade, SW-Tor wäre mein Lieblingsspiel. Sorry, ach so. Aber damit könnte man echt einen Brennpunkt bei mir erreichen, weil ich versuche eigentlich davon wegzukommen. Das müsstest du ja auch wissen. Hör auf, ja, damit. Deswegen soll ich das ja machen. Ich glaube, ich bin. Was? Nee. Also sowas wie Lieblingsspiele gibt es bei mir nicht mehr. Und dann würde ich dir wirklich die Ten Adventures vorlabern. Ich habe als alle anderen. Ich habe meine Top 3 für immer und das wird reichen. Was denn? Aber ich spiele alles andere Spiel auch noch. Ich kann dir beispielsweise ein Lied davon singen. StarCraft 1 war das erste Spiel, wo ich beispielsweise über die Nacht durchgezockt habe und am nächsten Tag musste ich in die Schule. Und ich kann mich noch erinnern, dass die damalige Armbauwand im Zimmer meines Bruders, weil dem noch der PC gehörte, weil ich zu jung war, der war über Nacht weg, der war feiern bei seiner Freundin, wie auch immer. Und da durfte ich halt die ganze Nacht am PC zocken. Ne? Hat keiner mitgekriegt. Oh. Der Punkt war halt dahinter. Ich gucke auf die Armbauwand und ich bemerke, dass da hinten die Wolken sind. Und es ist hell. Es war früh um fünf. Ich hatte noch eine halbe Stunde, dann klingelt der Wecker, ich muss in die Schule. Verstehst du? Das war das erste Spiel, bei dem ich beispielsweise in der Nacht durchgemacht habe. Warcraft 3 war das erste Spiel, wo ich beim Joggen war. Ich drücke erstmal auf bereit. Warcraft 3 war das erste Spiel, wo ich am Joggen war und ich konnte mich in die Fantasy-Welt, sage ich jetzt mal, reinversetzen, während ich am Joggen war. Ich hatte die Titelmusik von damals aus der GameStar noch im Kopf von der Zeitschrift. Weil ich da so ein bisschen reinversetzt war, weil mir das Setting gefallen hatte. Kurz danach gab es dann auch schon WoW, also 2 Jahre später, kurz danach. Das konnte ich aber nicht spielen, weil wir damals noch keine Flatrate in dem Sinne hatten. Wir hatten noch dieses typische ISDN-Modem. Ne? Das heißt, du musstest halt pro Stunde bezahlen. Und wir haben wieder Host getrennt. Ja. Aber trotzdem, dann später war es das erste richtig, was heißt das erste? Runes of Magic gab es davor als Online-Rollenspiel, aber WoW war das erste Spiel, das mich richtig lange gefesselt hat. Davor wiederum, lange Zeit davor, meine Mutter ist dran schuld, die hat mir beispielsweise die 10 Adventures Box von LucasArts beschert und darum hing ich da mit meinem Herz dran und mein Schatzi hat sie mir jetzt nochmal neu gekauft. Ja. Es gibt sehr viele Spiele in meinem Leben, die ich gespielt habe, wo ich sagen muss, waren es wert, waren es nicht wert. Aber auf der anderen Seite gab es auch viele Spiele, die waren so schlecht, die sind trotzdem im Kopf hängen geblieben. Das ist halt das Problem mittlerweile. Es gibt mittlerweile so viele Spiele, du weißt gar nicht mehr. Es gibt kein Lieblingsspiel. Punkt. Es gibt viele Spiele, die man präferieren kann, die toll sind, die nicht so toll sind, die trotzdem hängen geblieben sind. Die könnte ich jetzt alle aufzählen, aber das sind zu viele Titel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ich habe 3 Spiele, die über alles stehen und der Rest ist alles gut und ja. Welche wären das? Das fängt an ganz früh auf Amiga noch. Frontier Elite 2. Das habe ich wirklich gesuchtet wie sonst was. Hm? Dann später für den PC gab es Extension, das Add-on zu halt X Beyond the Frontier. Naja. Und dann noch Free Space 2. Ja, Free Space, das war mir schon klar. Ja, aber ich bin immer nicht so verrückt wie Noberchen. Da kann ich leider nicht mitreden. Ja, muss man besser kennenlernen. Ich glaube, das lässt sie gar nicht zu. Ja. Hab eher so das Gefühl, man ist so ein bisschen grundverschieden. Von der Art her. Aber egal. Könnte sein. Muss ich ja auch nicht mit klarkommen. Punkt. Wäre schlimm, wenn ich das immer müsste. Wenn ich mit jedem Menschen auf der Welt klarkommen müsste, hätte ich ein Problem. Wir nehmen das mit. 25 Bonuspunkte. Ach. Und nein, ich gucke jetzt nicht Kidder. Warum soll ich jetzt nach Dark Age of Camelot auf YouTube gucken? Warum? La 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 la. Wann geht's denn endlich los? Wer hat dir nicht angenommen? Der andere ist gejoint. Mr. Fred hat endlich angenommen. Und immer noch 12 Daumen nach oben, Alter. Geht ja gar nicht. Noch keiner zurückgenommen? Ja. Ist ja traurig. Es werden auch nicht mehr weniger, glaube ich. Werden auch nicht mehr weniger. Ja, es gibt manchmal so Tage, da habe ich dann auf einmal, weißt du, 15 Daumen nach oben gehabt.
16 Aha. Daumen nach oben. Und dann sage ich halt, jo, danke für die 15 Daumen nach oben, 16 Daumen nach oben, je nachdem, ne? Und am nächsten Tag sind es dann halt nur noch 14. Und was sehe ich auf einmal, hä? Hä? Und dafür einen Daumen, und dafür einen Daumen runter, ne? Und dafür einen Daumen runter. Nee, nicht Daumen runter, sondern einfach nur vorhanden. Also habe ich manchmal so das Gefühl, ja. Da sind so manche Bots dabei. Fühle mich schon so ein bisschen verarscht, aber wie gesagt, für die Leute, die es ernst meinen, danke, danke, danke. Natürlich, ja. Hast jeden Daumen hast du verdient. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Wo soll ich das wissen? Ist doch lustig hier. So lustig hier. Und wir haben mal wieder das Problem, dass Fluchruinen aktiv ist. Das heißt, wir müssen das leuchtende Dreckstotem finden. Das leuchtende, ach so. Ja, das ist so dieses Schädeltotem, ne? Nur das halt mit ja. Der Kerze leuchtet sozusagen, sodass der Lidl Schädel beleuchtet ist. Der Lidl. Oh, ach, hier sitzen sie schon zu zweit. Okay. Ach, wieder verflucht, ja, ja. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Früh spät gesehen. Ah. Ah, ich bin ja auch ziemlich doof hier am Rumlaufen. Ich lasse mich jetzt nicht mehr verarschen von diesem Scheißfluch. Was ist das denn für einer? Also willst du mir jetzt gerade meine Zuschauer klauen? Killer. Aua. Wurdest du geschlagen? Ja, was ist das für ein Vieh? Ich weiß nicht mehr, was das für eine ist, ey. Sieht aus wie, keine Ahnung. Wie sieht sie denn aus? Hat sie auch irgendwas Bestimmtes an sich? Schweinskopf? Ja, total verfault. Oh nee, es ist doch nicht wirklich die Alte. Das ist ein Skelett. So ein halbes Skelett ist das, ja. Halbes Skelett, das könnte The Plague sein. So eine Art Plage. Und zwar kotzt ja, keine Ahnung. Hat sie dich angekotzt? Nee. Nicht? Aber trägt so eine Art, wie so eine Art Laterne mit sich rum? Aber sie kann da halt mit ihrer Kralle entsprechend zuschlagen. Hä? Ach, müssen wir doch kennenlernen. Ich weiß nicht. Ich kann. Ich hol dich. Ja, ich sehe sie gerade nicht. Das ist die Hexe! Ach so. Die kleine Skelett. Die besteht aus Wurzeln, die alte. Ach so. Was eine Nutte. Ach, die Hexe ist das, okay. Das ist die Hexe. Ja, genau, sie hat mich. Oh, leck mich da rein. Leck mich. Nee, nicht du. Ja gut, okay, sie sieht halt aus wie so ein halbes Skelett durch ihren neuen Skin. Versucht sie halt sexy zu wirken mit ihrem roten Dress. Und ich hänge. What the fuck? Die hat sich direkt wegteleportiert. Ach so, die hat. Ah. Okay. Ja. Direkt Alter zu mir, Schwede. Oder was das war? Die Hexe ist das, okay? Weiß ja, ich das halt. Ist die Hexe. Die macht so einen Scheiß auf dem Boden und dann kann die sich hinteleportieren. Vielleicht muss ich mir die mal angucken, allesamt. Da weiß ich, wann wir die macht so eine Art Scheißzeichen vor den Leuten. Ne, wie so eine Art Dreieck, sag ich jetzt mal, zeichnet die auf dem Boden, dann kann die sich dorthin teleportieren, wo sie das gezeichnet hat. Wie kannst du es umgehen? Ganz einfach schleichen. Hätte ich das natürlich gewusst, wäre ich geschlichen. Ja, gut, dann auf die Leute zuschleichen. Ja, ist nicht das Problem, aber die hat eigentlich ein ganz anderes Aussehen. Die sieht eigentlich aus wie so ein. Kennst du Rasterlocken, die man versucht, zu einem Zopf zu binden? Ja. So ist eigentlich ihr Aussehen. Stell dir einfach einen Wurzelkopf vor. Mit Rasterlock. Aus Holz halt, ne? Das ist halt die Sumpfhexe, die passt halt zu der Sumpfkarte. Ja. Ich hämmere. Immer noch. Ich überlebe es nicht mehr, Leute. Das war's. Nein, ich bin gerade da gewesen. Ja, was soll ich denn machen? Das Ding war kurz vorm Ablaufen. Ja, tut mir leid. Ich darf halt nicht. Ach, ich war gerade da. Ich war gerade da. Ja, ich weiß, aber war halt zu spät, sorry. Ja, ich war zu langsam. Ist nicht das Problem. Guck mal dir so lange zu. Da kann ich mich nochmal so lange ein bisschen offscreen nehmen, weil ich hatte gerade eben, wie gesagt, nochmal ein Telefonat. Okay. Da habe ich wohl gerade nochmal Nachrichten bekommen. Dann kann ich so lange nochmal eine Runde quatschen. Hat nichts mit euch zu tun, es hat einfach damit zu tun. Es geht um meinen Sohn. Und von daher ganz kurz. Oh, nicht schon wieder. Ja, du wirst verfolgt. Das ist schön. So Leute, wir sehen uns dann gleich wieder.
Scheiße. Lass mich in Ruhe, du Mistlampe. Na, das wird wohl nix. Ich bin schon tot. Das ging schnell. Das ging schnell. Das konnten wir schon in der Partie schaffen. Ein unrühmliches Ende. Vielleicht kommt, wir packen das am Ende einer Folge. Was ist das denn? Keine Ahnung. War sehr kurz das Ganze. Schau ich mal zu, zur Abwechslung. Problem jetzt. Sie weiß natürlich, dass nur zwei Generatoren aktiv sind. Und hat sie gefunden. Hat sie gefunden! Aber es ist entkommen. Da unten, ah ja. Aha. Einmal mal beobachten andere Leute hier. Ach, ist das unfair, ey. So. Ich bin auch tot mittlerweile. Hab ich schon mitbekommen, dass du tot bist? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab auch nicht lange überlebt. Hab's gesehen. Hat dich direkt danach geholt, dieses Stück. Ja. Naja, gut, okay, aber überleg mal, 6000 Punkte, yay, wie warst du? Das ja, hab ich. Ich weiß ja nicht, wie ich jetzt habe. Tja, aber trotzdem schön. Ich hoffe, du hast ein paar annehmbare Aufnahmen bekommen. Ja, wird schon noch was dabei sein, hoffentlich. Ja, es sollte schon ein bisschen was dabei sein. Ich für meinen Teil werde jetzt noch mal ganz kurz deinen Account hier verlinken. Ach, das ist ja nett. Ja, natürlich. Hast ja mitgespielt, von daher ist das ja auch so fair. Für jeden, der hier mitspielt und selber einen YouTube-Account hat, ist das natürlich auch fair. Wir werden jetzt mal ganz kurz die Link-Geschichte reinhauen. Den Deepstar DS, auch genannt auf YouTube. Ja. Hier bitteschön einmal der Kanal, falls ihr Bock habt. Der Deepstar, der wird das Ganze auch nochmal nach oben laden, hier auf YouTube. Und kommt in den nächsten Tagen dann. Die nächsten Tage dann ganz in Ruhe. Der hat auch noch den anderen Stream, wo man zu schon. Siehst du, der Killer hat sogar schon abonniert. Ist klasse. Danke dir, Killer, dafür. Unterstützt die YouTuber, unterstützt euch gegenseitig. Das ist immer wichtig. Haben wir schon damals gesagt, machen wir heute immer noch. Ansonsten wird man nicht zusammenarbeiten, macht. Ja, genau. Genauso schaut es nämlich aus. Und das jetzt seit gut über 10 Jahren. Immer wieder mal. Was, seit 10 Jahren? Müsste das doch jetzt schon sein. Überleg mal. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Aber bald. Acht Jahre sind es. Ich glaube. Ja, echt? Bei mir sind es 8. Ja, 2011 sind es. Ja, gut, okay. Aber immerhin, überleg mal. In 2010 war es, wo ich angefangen hatte. Das weiß ich noch. Gut, okay. Dann ist es bei mir schon 9 Jahre. Sorry, dann mache ich jetzt. Ja, gut. Aber der Killer hat noch eine Frage in den Hause raus, während ich ja noch so ein bisschen schwallartig rede. Wie gesagt, Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut beim Deepstar einfach vorbei. Der bringt das Ganze nochmal von seiner Sicht aus, dann könnt ihr das auch nochmal danach verfolgen. Wie gesagt, der Punkt ist, Deepstar hat erst angefangen. Deepstar hat das hier gesehen, Deepstar hatte Bock drauf, Deepstar hat sich's geholt und Deepstar spielt jetzt hier immer wieder mit. Und ja, dementsprechend, genau. Leute, so geht's euch auch. Wenn ihr Bock drauf habt, macht mit, dann können wir auch einfach mal ohne irgendwelches Ranking spielen. Dann können wir einfach zu fünft spielen und jeder ist mal der Killer. Es sei denn, du heißt Vincent, dann darfst du keinen Killer mehr spielen. Von daher, wir machen das schon. Nee, aber von daher passt schon. Ich möchte auch mit YouTube anfangen. Kannst du mir Tipps geben? Tipps geben kann ich dir jetzt auf der Stelle gar nicht. Wenn überhaupt, dann können wir da gerne mal im Discord die nächste Runde drüber schreiben. Quatschen, mir auch immer. Einfach privat nochmal anschreiben die Tage. Dann machen wir das Ganze in Ruhe. Denn der Punkt, das Pünktchen ist, Qualität ist Punkt Nummer 1, Quantität ist Punkt Nummer 2. Und dann geht es natürlich um die Persönlichkeit. Wenn es passt, dann passt es nicht. Ne? Guter Kommentar, genau. Guter Kommentar. Genau, darum geht es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber sage immer, ich habe schlechten Kommentar, wo ich bei anderen sage, sie haben mehr Inhalt. Und
Ja, viele von euch finden ja, das passt. Ansonsten hätte ich nicht so viele Daumen nach oben, wo ich mir jedes Mal denke, what? Es ist einfach so, what? Ja, genau so sieht's aus. So schaut's aus, ne? Das ist die Wahrheit. Juhu, guck mal, 11 Daumen nach oben, einen nach unten. Geiler Scheiß. Finde ich jetzt schon mal wieder richtig super. Da muss ich persönlich sagen, ist der Hammer. Ah, schön. Super. Danke. Jetzt fühle ich mich noch besser, aus dem einfachen Grund, man kann nur, ja, schön, wenn du es wieder nach oben machst. Mann, das ist doch scheiße. Entweder Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Sucht es euch aus, ist mir scheißegal. Aber wenn man Daumen nach unten hat, dann weiß man im Endeffekt ganz genau, das hat man früher schon immer gesagt, wo es noch nicht so groß war, das ganze YouTube-Ding. Ne? Da hat man früher mal gesagt, wenn du Daumen nach unten hast, ja, dann ist das ein Grund, mehr weiterzumachen. Weil im Endeffekt gibt es ja jemanden, der sagt, der ist neidisch drauf. Naja, ja, vor allem, wie war es mit Daumen runter? Das erhöht auch das, erhöht auch das Rating. Genau so ist es. Erhöht das auf jeden Fall, weil es könnte ja zum Hate werden. Ja, weil wegen mehr Aktivität und so weiter im Video. Mehr Leute reagieren drauf. Es ist mehr, genau, deswegen. Mehr Reaktion. Wo es angefangen hatte bei mir von wegen, oh, wie jetzt Daumen nach unten? Auf einmal gab es da Gespräche hier, ne? Wer macht denn hier Daumen nach unten? Bla bla bla. Ja. Das fand ich ja damals schon lustig. Da interessiert YouTube nur die Aktivität eines Videos, ja. So schaut's aus. Die Aktivität ist es im Endeffekt. Und damit tut auch uns der Hater eingefallen mit jedem Kommentar, den er bringt. Darum versuchen wir ja immer so kreativ wie möglich zu sein mit unseren Antworten, damit sie noch einen Grund haben, uns zu hassen. Ja, genau. So sieht's aus. Aber Spaß beiseite, Leute. War super heute mit euch. Hat mir richtig viel Bock gemacht. So, jetzt werde ich den Stream noch mal kurz für 10 Minuten, 20 Minuten beenden, damit das Ganze schon mal verarbeitet wird von YouTube. Dann kann ich den nächsten Stream ansetzen. Und zwar gibt's dann noch eine Runde Player Unknowns Battleground. Mal gucken, was wir heute schießen können. Vielleicht mehr als nur ein Moorhuhn. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ihr Bock habt. Yep. Bis gleich dann. Ja, ich wünsche dir auch viel Spaß. Danke dir und schön, dass du da warst, Dibi. Ich werde jetzt einfach mal abmoderieren. Mach das. Alles klar und wir sehen uns. Jo. Ja, und damit bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen. Ihr habt ja das jetzt hier als Let's Play Together gesehen. Das heißt, das ist ein paar Tage her. Aber ja, gut. Der Vorschlag wegen dem Streaming, der ja gekommen ist, ich überlege mir das. Ja, ich wollte ja mal streamen in absehbarer Zeit. Vielleicht mache ich das mit meinem Zuge, so nach hier Multiplayer-Partien. Das ist ja im Fall so das Spiel, so solche Art Spiel ist ja eher am besten als Streaming, dann wenn man Aktivität, Interaktivität hat mit anderen Leuten. Mit Singleplayer kann man in einer Regel ja normal Let's Plays machen. Im Multiplayer ist das vielleicht auch tatsächlich besser im Stream. Aber ja, mal sehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Den hatte Danke ich. Fürs Zusehen. Denkt an die Kommentare und an die Bewertung und an die Glocke. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.